Okay, oben bin ich die Ratten. Ja. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? So, das Skelettmagier ist tot. Hat ein paar brennende Hände dabei gehabt. Mann, ist weitläufig hier. Und wirklich voller Fallen. Ja? Ich werde mich hab schon wieder eine ausgelöst. Oh, eine Streitaxt. Wahrscheinlich nur eine plus 1er, aber egal. Feuerpfeil. 2 plus 1. Streitaxt plus 1. Okay. Nee. So. Wie kann ich helfen? Yeah, yes, dear. Zafada. Even you surface dwellers have to sleep, don't you? Trank der Klarheit. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Irgendwer fehlt doch gerade. Ah ja, Kigade ist hier. Sicher. Hey, whatever you like. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Yes, dear. Rastloser Geist, weg, für immer weg, Diebe, wenn ihr diesen Ort nur verlassen könnte. Seid gegrüßt, Geist. Hat jemand euer Grab geschädigt? Mein Stab, als ich noch lebte, war mein ständiger Begleiter. Etwas, auf das ich mich verlassen konnte. Wo ich auch ging. Nun ist er weg. Von irgendwelchen törichten Dieben gestohlen, die glauben, dass er Zauberkraft hätte. Ich spüre ihn noch irgendwo in der Nähe. Wenn ihr hier liegt, müsst ihr einer von Collas Vorfahren sein. Wisst ihr irgendetwas über sie? Collas, ich kenne den Namen. Ihre Mutter war eine Zauberin, ihr Vater ein Priester von Baal. Als Baal starb, begann sie, seine frühen Verbündeten Loviata zu verehren. Ihr Glaube konzentrierte sich jedoch auf die Rückkehr von Baal. Sie dient der Jungfer des Schmerzes nur vorläufig. Danke für die Information. Ich werde euren Stab finden, Geist, auf das ihr wieder im Frieden ruhen könnt. Dann geht. Wenn ihr meinen Stab gefunden habt, bringt ihn zu mir zurück zu meinem Sarg. Dann kann ich in Frieden ruhen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich muss nach der anderen Hälfte des Stabs suchen. Lustig, dass ja auch immer noch der Aufstieg Sarivox aktiv ist. Ich muss zuerst Collas besiegen. Kobaltmoos muss ich noch finden. Der zerbrochene Stab. Ich muss die andere Hälfte finden. Aber ja, ich habe da so eine kleine Vermutung, was ich tun muss. Also erstmal das hier in die Tranktasche. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt nehme ich die lederne Feuerschale hier. Gut. Und steck die brennende Fackel hier rein. Ihr platziert die violette Fackel im Halter, sie erlischt sofort. Wie kann ich helfen? Eigentlich nicht. Ihr braucht nur zu fragen. Ah, Schatzkammer.
Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Die neuen Höllen? Die neuen Höllen. Die Quelle von Recht und Übel im Multiversum, die neuen Höllen, sind das Zuhause der bösen Teufel, die Gelehrte als Batet zu bezeichnen. Jeder der neuen Schichten dieser fallenden Ebene wird von einem mächtigen Teufel regiert, der die absolute Herrschaft über die Bewohner seines Reiches hat. Sterbliche, die zu Lebzeiten lasthafte Übeltaten begingen oder ihre Seelen töricht eintauschten, werden bei ihrem Tod zur ewigen Peine die neuen Höllen geschickt. Seelen, die in der Fugur-Ebene auf ihr Urteil warten, können von Batet zu verführt werden, die sie zum Beauftragten der neuen Höllen machen wollen. Einige Seelen ziehen die teuflische Abmachung einem unbekannten Schicksal vor. Kalaglym, die verlassene Stadt. Und war hier nicht noch irgendwas, was ich mit dem Fragezeichen anklingen konnte, oder sah es nur so aus? Seite aus Sarivox Notizen. Meine Nachforschungen über den Fürsten des Mordes haben begonnen, ihre verdorbenen Früchte zu tragen. Die Träume kommen jetzt jede Nacht. Träume von Überschwemmungen und Eruption, Erdbeben und Verwüstung. Jedes Mal tauche ich tiefer in die Träume ein. Ich werde das, was sie mich lehren, nutzen, um einen Albtraum über dieses Land zu bringen. Ich habe alles in der Stadt erfahren, was ich konnte. Während meine Pläne für den eisernen Thron voranschreiten, gehe ich zu einem Tempel von Baal. Er wurde von den Anhängern des Mordes, des Mörders meines Vaters übernommen, sodass ich jetzt seinen Platz einnehmen kann. Dort werde ich mehr über mein finsteres Erbe und die Prophezeiung erfahren. Wenn ich genug Zeit habe, werde ich auch nach dem versteckten Raum suchen, der angeblich von Mask gebaut wurde. Der Herr der Schatten ist gerissen. Die Nummerierung, die er hinterließ, sind die Nummern 3, 1 und 4. Dann nehmen wir das mal mit. Ihr solltet auf meinem Reisen nach einem alten Tempel von Baal Ausschau halten. Ihr solltet mir lieber zuhören. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Aber dort will ich mit uns reden. Okay, verschlossen, wer hätte es gedacht. Yes, dear. Ich werde so, man muss nur hartnäckig sein. Ich werde mich im Handumgehen darum kümmern. Okay. Ja, wie ihr wünscht. Wie kann ihr brauchen? Okay, nicht gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, die Notiz kopieren. Worum geht es? Wie ihr wünscht. Ja, wie ihr wünscht. You want me? Whatever you like. You had best start listening. Wie kann ich helfen? Hells, I missed. Okay, was sind das für Dinger? Knochenfledermäuse. Okay, da brauchen wir auch mal wieder eine Hast. Du hast noch keine mehr, dann benutzt du eine. Need a healing hand over here. Give me mine. Hells, I missed. Okay, da ist auch ein Schatten dabei, den sollten wir ganz schnell ausschalten. Erstmal die Knochenfledermaus, bevor das Schwertskelett, das ist das stärkste Vieh hier nämlich. Der
So. Worum geht es? Hat aber fast nichts gebracht an Erfahrungspunkten, das Scheißteil. Wie ihr wünscht. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein, zwei Hände und zwei Tränke. Schwert des Untergangs. Diese breite, schwere Klinge ist nahe der Spitze mit gezackten Zähnen ausgestattet. Dieser Wellenstift dient dazu, Fleisch in Stücke zu zerreißen. Über den Ursprung der Klinge ist wenig bekannt, aber der aufwendige Griff mit abgenutzten Ohren deutet darauf hin, dass es möglicherweise im alten Unter gefertigt wurde. Chance auf kritische Treffer plus 5%. Fügt bei einem kritischen Treffer zusätzlich 2 wie. Ja. Nadorn, schönes Schwert für dich. Worum? Ja, wie ihr wünscht. So, dein Helm. Träger ist gemut gegen Verwirrung. Schützt vor kritischen Treffern. Nee, den behalte ich mal. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ach ja, und wir gehen nämlich mal ein paar Sachen weg. Und lege auch ein paar Sachen hier hin. So. Weil ich muss zugeben, ich habe etwas nachgelesen und wir sind überlastet. Das Zeug, mit dem die Leute ausgerüstet sind, für immer weg sind. Aber das Zeug, das die Leute im Inventar haben, wir wieder kriegen. Ich werde träge und brauche Ruhe. Und wir sind alle müde. Wow, look at the size of that door. There must be a lever, something to open it. Heya, how are things going? Was habt ihr mir, was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? I recognize this one. The symbol on the ground is the dead god Merkles. He was god of the dead. Makes sense, Korlaz's ancestors would have his mark here. It looks like they worship the dead three as a group, rather than individual deities. Das hier erkenne ich. Das Symbol auf dem Boden gehört zum Todesgott Mirkul. Er war der Gott des Todes. Er gibt Sinn, dass Korlaz Vorfahren sein Zeichen hier gesetzt haben. Wie es aussieht, haben sie die Toten drei als eine Einheit und nicht als eigene Gottheit verehrt. Sure. What's on? We'll gehen wir weiter. Okay. I've got your back. You have my greetings, faithful one. So, wir brauchen Heilung. Mein Lehrer braucht Heilung. Da noch rasten wir auch mal. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. So, dadurch geht's uns schon mal besser. Sweetheart. Yes, dear. Ich hörte, dass der Kreuzzug im Norden doppelt so viel zahlt wie Korlaz, wenn nicht noch mehr. Wir sollten da mal hin, wenn der Auftrag abgeschlossen ist. Söldner. Ja? Wie ihr wünscht. Ich weiß nicht. Gerüchten zufolge führt ein Paladin-Kreuz sogar. Meint ihr, die möchte wir uns auf? Man sagt das. Hey, wer ist da? Also, uns wurde aufgetragen, diese Apparatur zu bewachen. Daher können wir euch nicht weitergehen lassen. Seid ihr Söldner? Vielleicht können wir uns einigen. Ich bin so weit gekommen, ich werde jetzt nicht kehrt machen. Macht euch bereit zu sterben. Seid ihr Söldner? Wir haben bereits eine Abmachung mit Korlaz. Wir werden unseren Teil dieser Abmachung erfüllen. Ich bewundere eure Entschlossenheit, aber würdet ihr für eure Moralvorstellung auch sterben? Ich habe alle eure Gefährten getötet und ihr seid als nächstes dran. Flieht und ich verspreche, überall zu erzählen, dass ihr bei dem Versuch der Pflicht zu erfüllen gestorben seid. Falls mich jemand fragt, was ich stark bezweifle, dann endet euer Heben hier und jetzt. Nehmen wir mal die zwei.
Ich habe einen Ruf zu verlieren, deine Aufgabe zu erfüllen zum Angriff. This will be bloody. You deserve no less than that. What?